Wir haben sehr wenig Zeit und ich will das auf Deutsch machen. Das sich insbesondere befasst hat mit den Gesprächen, die im Augenblick hier in Washington stattfinden, zur Nahostproblematik. Wir haben natürlich auf beiden Seiten die Hoffnung, dass diese Gespräche ein positives Ergebnis haben, dass es weitergeht in den israelisch-palästinensischen Beziehungen. Wir haben gesprochen über die Situation im Irak und natürlich ist der Präsident der Auffassung, genauso wie ich das bin, dass Saddam Hussein sich nicht so verhalten kann und darf, wie er das im Augenblick tut. Er muss die UN-Beobachter reinlassen, und zwar alle. Er kann sich nicht aussuchen, wen er im Land haben will. Und wir haben uns natürlich auch unterhalten, insbesondere über Bosnien. Da läuft im Juni des nächsten Jahres das SFOR-Mandat ab. Die Frage ist also, wird es verlängert oder nicht? Der Präsident hat ja gerade gestern ausführliche Gespräche mit Abgeordneten des Repräsentantenhauses und mit Senatoren geführt. Wir müssen jetzt natürlich sehen, dass die zivile Implementierung vor allem vorankommt, aber wir müssen uns schon langsam auch darüber klar werden, dass wir es nicht zu einer sicherheitsmäßigen Grauzone kommen lassen dürfen im Juni des nächsten Jahres. Also wird es ganz wichtig sein, dass insbesondere die Amerikaner ihre Entscheidung treffen, ob sie dabei wären, wenn eine Verlängerung von SFOR notwendig ist. Wir Europäer meinen, dass eine solche Verlängerung, wenn sie käme, nur mit den Amerikanern und den Russen zusammen möglich sein würde. So. Thank you.